Seit wann spielt die Digitalisierung von Büchern und Zeitungen im Raum Tirol, in der Europaregion Tirol, eine Rolle für die Bibliotheken hier? Ich glaube, man muss die Digitalisierungsvorhaben in den Bibliotheken in den Kontext der Zeit einordnen. In dem Moment, wo die Computertechnologie rasant zugenommen hat, haben sich auch die Bibliotheken auf den Weg gemacht und Digitalisierungsvorhaben eingeleitet. Zunächst waren es meistens der eigene Katalog, wo die Karteikärtchen digitalisiert, später dann auch Volltext erkannt wurden, um einen ersten Sucheinstieg raum- und zeitunabhängig zu bieten. Und dann um die 2000er Jahre hat man begonnen, auch Digitalisierungsvorhaben auszuweiten auf Bücher und vor allem schon recht rasch, sehr früh auf Zeitungsbestände, weil Zeitungsbestände als sehr fragil betrachtet wurden, da sie nicht geeignet waren, die Zeit längerfristig zu überdauern, weil die Papierqualität etwa so schlecht war. Und auch weil die Fraktur, also die Zeitungstexte sind in Fraktur geschrieben, weil diese Texte für die heutige Bevölkerung eher schwer lesbar ist. Die Digitalisierungsvorhaben im Raum Tirol sind deswegen auch einzuordnen in einen gesamteuropäischen Kontext und haben vielleicht einen Tick später begonnen, als es die großen Nationalbibliotheken auch aufgrund ihrer Ressourcen konnten, wie etwa die Bayerische Staatsbibliothek in München, die Österreichische Nationalbibliothek in Wien oder die Staatsbibliothek zu Berlin. Aber sind dann doch sehr rasch und sehr intensiv auf diesen Zug aufgesprungen und haben Digitalisierungsvorhaben eingeleitet, meistens in Kooperation, weil halt keine Einrichtung über den vollständigen Bestand etwa an Zeitungsseiten verfügte. Wo ordnet sich das Projekt Zeitschrift ein, wenn es um internationale Digitalisierungsvorhaben geht? Zunächst haben die einzelnen Bibliotheken unabhängig voneinander Digitalisierungsmaßnahmen gestartet, wobei sie schon früh auch Kooperationen eingegangen sind, um die eigenen Bestände zu vervollständigen. Und so haben die Hauptbibliotheken im Raum Tirol eigene Portale aufgebaut und mit ihren Möglichkeiten in Zeitungen digitalisiert. Das Projekt Zeitschrift geht jetzt nun einen Schritt weiter und versucht, die noch fehlenden historischen Tageszeitungen vollständig zu digitalisieren, um ein Gesamtbild der Zeitungslandschaft vor ungefähr 100 Jahren abzubilden. Und im Rahmen des Projektes wird auch ein Portal entstehen, wo dann die digitalisierten Zeitungen, die aus den Einzelprojekten und alle digitalisierten Zeitungen, die im Projekt Zeitschrift erstellt wurden, gemeinsam unter einem Dach angeboten werden, um so dem Benutzer eine Möglichkeit zu geben, ein vollständiges Bild der historischen Tageszeitungslandschaft Tirols vor 100 Jahren aufzuspüren. Wie erfolgt die konkrete Auswahl der Medien im Projekt? Und woher stammen die Bestände, die im Projekt Zeitschrift digitalisiert werden? Keine Bibliothek der Welt hat einen vollständigen Satz aller Tageszeitungen, auch nicht die Tiroler Bibliotheken. Das heißt, im Rahmen des Projektes wurde zunächst eine Bestandsaufnahme erstellt, um zu schauen, wo liegen denn überhaupt die physischen Exemplare der Tageszeitung, die dann in einem zweiten Schritt digitalisiert werden konnten. Und wir konnten vor allem neben den Partnerbibliotheken, Universitätsbibliothek Innsbruck und Landesbibliothek, das Ferdinandeum gewinnen, die einen sehr guten Bestand haben und mit ihrer Hilfe und auch mit Hilfe kleinerer weiterer Partner eine Vollständigkeit der Tageszeitungslandschaft erreichen. Wie können computerlinguistische Methoden für die Auswertung von Texten angewandt werden? Ein weiterer Schritt in der Aufbereitung der Tageszeitung nach der Digitalisierung ist die computerlinguistische Weiterbearbeitung. Computerlinguistik beschäftigt sich prinzipiell mit der Sprache, mit der Möglichkeit, Sprache zu analysieren, vielleicht auch zu verändern, mit Hilfe von computerlinguistischen Methoden. Und wir versuchen im Rahmen des Projektes, den aus der Digitalisierung erkannten Volltext zu verbessern. Wir versuchen zum einen den Volltext, also die korrekte Schreibweise der einzelnen Wörter zu verbessern. Und wir versuchen daneben
automatisiert mithilfe dieser Methoden Personennamen, Ortsnamen, Institutionsnamen, Jahreszahlen, dies alles herauszuziehen aus diesen Digitalisaten, um eine bessere Möglichkeit der Recherche zu bieten. Welche Möglichkeiten, die über die reine Durchsuchbarkeit der Zeitungstexte hinausgehen, bietet der OCR-erkannte Text? Stellen Sie sich vor, Sie recherchieren in Google. Sie bekommen eine unendliche Anzahl von Treffer, aber nicht alle Treffer sind für Sie relevant. Und vor demselben Problem stehen Sie auch, wenn Sie in einem Zeitungsportal oder mit einem Zeitungsportal arbeiten. Und da kann Ihnen die Computerlinguistik helfen, die Relevanz für Sie der Treffer, die Sie bekommen, zu erhöhen. Welche Methoden der computerlinguistischen Auswertung kommen im Zeitschiff zum Tragen? Welche Darstellungen wie Visualisierungen sind über die Auswertung der Daten möglich? Je mehr Treffer Sie in einem Portal bekommen, umso wichtiger ist es, dass Sie diese Treffer einordnen können. Und reine Listen erreichen dieses Ziel nicht. Daher wird es auch in dem Projekt Zeitschrift, in dem Portal, was entsteht, Visualisierungsmöglichkeiten geben. Das heißt, wir versuchen Ihnen, sofern das möglich ist, Ihre Treffer auf einer Landkarte anzuzeigen. Wir versuchen Ihnen Ihre Personen, die Sie gesucht haben, in einem Beziehungsnetz mit weiteren Personen anzuzeigen. Oder wir versuchen Ihnen die Treffer auf einer Zeitachse anzuzeigen, sodass Sie in einem weiteren Schritt auswählen können, was interessiert mich denn besonders, und so die Relevanz der Treffer erhöhen können, die für Sie wichtig sind. Was versteht man allgemein unter dem Begriff Citizen Science und wie werden die Citizen Science Aktivitäten in Zeitschrift umgesetzt? Das Projekt Zeitschrift hat sich auch vorgenommen, sogenannte Citizen Science Aktivitäten einzubinden. Citizen Science heißt, die Bürgerinnen und Bürger an Wissenschaft heranzuführen und an der Entstehung von Wissenschaft zu beteiligen. Wenn Sie so wollen, die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm zu befreien und sie mit der Bevölkerung in Kontakt zu setzen. Und das ist auch ein Ziel, was wir mit dem Projekt Zeitschrift verfolgen. Wir haben einzelne Aktivitäten geplant, wo wir Bürgerinnen und Bürger einladen, sich zu beteiligen und uns zu helfen und letztlich dann auch Ihnen und den anderen Bürgern zu helfen, die Projektergebnisse zu verbessern. Ganz konkret, es gibt auf einer eigenen Plattform mehrere tausend historische Werbeanzeigen, wo wir die Bürgerinnen und Bürger einladen, zu schauen, was waren das für Geschäfte? Wo befanden sich die Geschäfte? Sie auf einer Landkarte zu verorten oder auch die Geschäftsnamen, die Produktnamen, die vielleicht heute auch gar nicht mehr existieren, zu beschreiben, zu beschlagworten, um so zusätzliche Einstiegspunkte im Portal zu generieren. Wie können die Daten, die in den Citizen Science Aktivitäten in Zeitschrift generiert werden, an die Bürger und Bürgerinnen zurückgespielt werden? Citizen Science Aktivitäten gehen immer davon aus, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger an Wissen generieren, letztlich dann anderen zur Verfügung gestellt wird. Und diesen Weg wollen wir auch im Portal bestreiten. Das heißt, alle Informationen, die wir erhalten über das Portal, über die Geschäftswelt der vergangenen Zeit, die wird in einem zweiten Schritt dann eingepflegt in das neue Portal Zeitschrift und dann steht dadurch dann auch allen, die mit diesem Portal arbeiten, zur Verfügung.